Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Erznet, dem regionalen Telefon- und Internetanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Weiter bieten wir Ihnen den Installations- und Anschlussservice, die kostenlose Rufnummer und Mitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer, einen einfachen Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonieflat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zu Erznet. Einfach im Internet unter www.erznet.tv. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur aktuellen Ausgabe von MEF Kompakt. Wir liefern Ihnen die Nachrichten und Veranstaltungshinweise für die kommende Woche direkt nach Hause. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und ja, in unserem ersten Veranstaltungshinweis kommen nicht nur die Heimwerker und die, die es gerne werden möchten, auf ihre Kosten. Denn alles neu macht in diesem Fall der April mit der FIBA, die etwas andere Baumesse. Am 24. April in der Zeit von 10 bis 19 Uhr erhalten Sie in der Geschäftsstelle der Volksbank in Olbernhau Angebote und Ideen rund um das Thema Umbau, Sanierung, Einrichtung und Design für Ihr Zuhause. Auch für Ihr persönliches Wohlbefinden erhalten Sie Tipps rund um das Thema Schönheit, Gesundheit und Fitness. Und auch für die Kleinsten ist gesorgt, denn Clown Frankie ist da und verbreitet Spaß und Unterhaltung. Eine Hüpfburg lädt zum Toben ein und vieles, vieles mehr. Informationen hierzu finden Sie natürlich im Internet auf www.vb-merz.de. Ab dem 26. April findet das mittlerweile zur Tradition gewordene Maibaumsetzen statt. So auch am 26. April um 15 Uhr in der Stadt Wolkenstein. Und die sind wohlbemerkt die ersten. Musikalisch umrahmt wird das Spektakel von den Pöhlbach-Musikanten und für ihr leibliches Wohl ist natürlich bestens gesorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein freut sich auf ihren Besuch. Frühlingshaft geht es weiter. Leise zieht durch mein Gemüt, heißt es am 25. April um 15 Uhr in der Baldervilla in Marienberg. Denn der Heimatchor Marienberg lädt zu seinem traditionellen Frühlingskonzert ein. Es erklingen bekannte und beschwingte Melodien über das Erwachen und das Wirken der wohl schönsten Jahreszeit. Und beim Binden des musikalischen Frühlingsstraußes wird der gemischte Chor von den Marienberger Blasmusikanten und Sebastian Stuhllämmer am Klavier unterstützt. Alle Infos finden Sie natürlich im Internet auf www.baldauf-villa.de. Und wenn wir einmal da sind, bleiben wir auch gleich da. Selber Tag, selber Ort, nur eine andere Uhrzeit. 19 Uhr. Denn dürfen darf man alles. Professor Wolf Butter ist für viele kein Unbekannter und er begeisterte bereits im letzten Jahr schon mit seinem Programm zu Erich Kästner. Ja, in diesem Jahr widmet er sich dem Leben und Schaffen des Journalisten und Schriftstellers Kurt Tucholsky. Und dabei zäumt er das Pferd von hinten auf. Denn in Tucholskys Texten findet sich immer ein spezieller Witz. In seinem Soloprogramm erweckt er die Verse zum Leben. Und die musikalische Umrahmung in Form eines Klaviers, ja, das spielt er gleich selber. Denn Professor Wolf Butter ist ein künstlerisches Multitalent. Also auch für Sie ein sehr abwechslungsreicher Abend. Abwechslungsreich geht es auch bei uns weiter. Ab dem 24. April können Sie eine Sonderausstellung im Spielzeugmuseum in Seifen besuchen. Unter dem Titel Gespanntes aus Holz können Sie noch bis zum 4. Oktober die filigranen Kunstwerke aus hauchdünnem Holz bestaunen. Spanblumen und Spanbäumchen in verschiedensten Ausführungen spiegeln wirkungsvoll wider, was mit diesem zarten Material alles möglich ist. Zähmung der Widerspenstigen im Theater Variabel in Olbernhau am 25. April um 20.30 Uhr. Das HO Theater Dresden spielt zum ersten Mal Shakespeare. Tja, und wie soll er sein, der oder die Richtige?
Und ja, was tun, wenn nur die Falschen auf dem Markt verfügbar sind? Und wenn man sie oder ihn gefunden hat, wie rauft man sich dann zusammen? Oder hilft Geld über einige Mängel hinweg? Ja, findet man einen Kompromiss oder wird der Kampf zwischen Mann und Frau nie enden? Diese Fragen werden ausgiebig im Theaterstück beleuchtet. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie können Partei ergreifen. Sie können die Akteure aber auch anfeuern und vielleicht auch die ein oder andere Anregung für die eigene Beziehung finden. Paartherapie mal ganz anders. Wir kommen zur True Power Liedernacht, eine Benefizveranstaltung zugunsten regionaler Hilfsprojekte. Am 25. April ab 19 Uhr können Sie im grünen Saal im True Power Schloss Wildeck unter anderem auf der Bühne erleben Volkmar Funke, Miriam Spranger, Stellmecke und Janu und Freunde. Musikalisch also sehr abwechslungsreich. Allerdings, liebe Zuschauer, sichert hier frühes Erscheinen die besten Plätze. Oder Sie reservieren vorher einfach telefonisch unter 037 25 81 45 6. Der SV 1870 Groß Olbersdorf, die Abteilung Leichtathletik, feiert ein kleines Jubiläum und lädt zum mittlerweile 10. Werferpokal ein. Sie erwarten spannende Wettkämpfe in den unterschiedlichsten Wurfdisziplinen. Und wer was, wie weit und warum überhaupt wirft, das erfahren Sie am 25. April um 9.30 Uhr auf dem Sportplatz in Groß Olbersdorf. An dieser Stelle wieder Zahlen und Fakten vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen. Denn es gibt weniger Studenten, dafür mehr Studienanfänger an Sachsens Hochschulen. In Zahlen heißt das, dass die sächsischen Hochschulen im Dezember 2014 insgesamt 112.574 Studierende zählen konnten. Im Vergleich zum Vorjahr sank somit die Studierendenzahl um 0,7%. Die Zahl der jungen Menschen, die 2014 erstmals ihr Hochschulstudium begannen, betrug 21.395. Das ist ein Plus von 3,8%. Und auch im Jahr 2014 das beliebteste Studienfach Ingenieurwissenschaften. Ja, unser Wetterfrosch behauptet auch, er habe studiert. Das kann er jetzt mal unter Beweis stellen beim MEF Kompaktwetter. Die erste Wochenhälfte steht im Zeichen von Sonne und Wolken, wobei die Sonne den größeren Anteil hat. Die Temperaturen steigen dabei auf bis zu 11 Grad maximal. In den Nachtstunden sinken die Werte auf minus 1 Grad ab. Niederschlag ist nicht zu erwarten. Im weiteren Wochenverlauf werden die Wolken noch weniger und die Sonne scheint fast ungehindert auf uns herab. Bis 17 Grad sind maximal möglich. Wolkenlose Nächte lassen die Temperaturen allerdings in den Keller gehen. Frostige minus 2 Grad sind zu erwarten. Kleiner Tipp noch zum Schluss. Auch jetzt besteht schon die Gefahr von Sonnenbrand. Also lieber eincremen oder eincremen lassen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von MEF Kompakt angelangt, liebe Zuschauer. An dieser Stelle noch die Blitzerinformationen, die finden Sie wie gewohnt im Internet auf www.mef-line.de oder auf unserer Videotexttafel 112. Sollten Sie uns verpasst haben, gar kein Problem, Sie können uns jederzeit online sehen auf YouTube und Facebook. Und MEF Kompakt sehen Sie natürlich täglich um 6, 8, 13, 20 und 23 Uhr. Die Berichte zu den Geschehnissen der vergangenen Tage, die sehen Sie auch hier im Mittelerzgebirgsfernsehen, nämlich bei meinem Kollegen Tobias Körner im Wochenrückblick. Damit verabschieden wir uns, wünschen Ihnen eine schöne Zeit und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Aber denken Sie bitte daran, was immer Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Erznet, dem regionalen Telefon- und Internetanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Weiter bieten wir Ihnen den Installations- und Anschlussservice. Die kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer, einen einfachen Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonieflat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro.
Dann lohnt ein Wechsel zu Erznet. Einfach im Internet unter www.erznet.tv.